I think it's interesting how I go with my life. I know. Yeah, look at the pics. It's actually shocking. Und jetzt sehen wir einen Bericht von unserer Hauptreporterin Ariane über den Untergang der Beziehung unserer Liebespaar Schneewittchen und Prinz Charmant. Wir fragen, wieso ist ihre Liebe so schief gegangen? Ja, aber zuerst aus Berlin. Gestern zeigte sich Frau Merkel entschlossen, die Marzipan-Gebäudekrise zu lösen. Liebe Zuschauer, wir stehen vor dem schönen Haus des berühmten Ehepaares Schneewittchen und Prinz Charmant. Sie sprechen zu German Studies Fernsehen exklusiv, um uns zu erklären, warum ihre Liebe kaputt gegangen ist und die Gründe, warum sie sich scheiden lassen. Prinz Charmant, oder darf ich Sie Herr Charmant nennen? Nein, ich bin Prinz und suche eine Prinzessin. Herr Prinz Charmant, können Sie uns sagen, wo Ihre Liebe schiefgegangen ist? Naja, wie kann ich das ausdrücken? Ich liebe sie. Mich? Nee, ich meine, ich liebe sie, Schneewittchen. Ich wollte ihr alles geben und sie hat mir einfach zur Seite geschoben und weggeworfen. Für mich war es echt eine Überraschung, als sie mir sagte, dass das Leben als Hausfrau nicht so erfüllend fand und Busfahrerin werden wollte. Busfahrerin werden? Ja, doof, ne? Prinz Charmant, denken Sie, dass Frauen keinen Platz hinter dem Lenkrad eines Busses haben? Ja, ich meine, nein. Ich meine... Ich weiß nicht, was ich eigentlich meine. Naja, um Gottes Willen, Frauen sollen zu Hause bleiben. Ich bin kein Sexist, aber als ich Schneewittchen vor dem Vergiftungstod rettete, erwartete ich, dass sie sich um mich kümmern wird. Ich habe einen sehr wichtigen Job. Das Prinzsein kostet viel Kraft. Verdammt, ich bin ein Prinz. Ich bin ein Mann. Das hört sich aber noch immer ein bisschen sexistisch an, oder? Liebe Zuschauer, es scheint, dass ob Prinz Charmant Schneewittchen verloren hat wegen seines altmodischen Frauenbildes. Ob er den Liebeskrieg wirklich verloren hat, können wir nicht sagen, ohne mit Schneewittchen gesprochen zu haben. Zum Glück war sie auch bereit, mit uns zu sprechen. Ich wollte immer Busfahrerin werden. Es ist mein Traumjob. Auch als ich Hausfrau für die Zwerge tätig war, habe ich von Ampeln und nächster Halt geträumt. Aber Sie wissen doch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Warum haben Sie nicht versucht, sich früher als Busfahrerin zu bekennen? Wäre es nicht einfacher, wenn Sie die Wahrheit gesagt hätten? Sehen Sie, ich fand keinen sicheren Ort, mich zu outen. Aber im Bus bin ich frei. Ich bin die Königin der Straße. Wieso soll ich diese Freiheit und Macht für Hausputzen aufgeben? Mein Mann ist ein Weichei und ein Sexist. Ja. Haben Sie nicht mit ihm gesprochen? Danke, Schneewittchen. Wir haben Prinz Charmant mit den Aussagen von Schneewittchen konfrontiert. Ich liebe Schneewittchen. Glauben Sie mir. Ich bitte Sie um Vergebung. Ich kann mich ändern. Wenn sie ehrlich ihr Leben als Busfahrerin verbringen will, dann muss ich es verstehen. Dann gibt es keine andere Wahl. Heute habe ich die Entscheidung getroffen, auf den Thron zu verzichten. Ich möchte mein Leben an der Seite einer Busfahrerin verbringen. Bitte, vergib mir mein Schmuckstück. Sobald ich hörte, dass er auf seinen Thron verzichten würde, habe ich mir gesagt, dass ich meinem Prinzlein noch eine Chance geben würde. Vielleicht können wir es schaffen. Jetzt sind wir beide Busfahrer. Ich fahre die 17, Sie die 20. Die Liebe siegt und wir sind so glücklich zusammen. Wer will schon Your Majesty werden? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nein, ich dich. Nein, ich liebe dich. Nein, ich dich. Nein, ich dich. Ich dich. Zuschauer, wir haben ein Liebeswunder gesehen. Die Liebe hat sich erneuert und wir können froh sein, dass der Drang nach Busfahren stärker ist als der Drang nach Status und Macht. Ich bin Ariane, gute Nacht und zurück ins Studio.
Gute Nacht von mir. Gute Nacht von ihr. Ich bin sehr traurig. Alle meine Zwerge sind tot und mein Mann, der Prinz, ist auch tot. Oh nein, ich bin unsterblich. Ich kann nicht lesen oder schreiben ohne Doc. Ohne Ramsey habe ich niemanden, bei dem ich mich beklagen kann. Ohne Lusty habe ich niemanden zum Lachen. Ich vermisse eigentlich alle Zwerge. Ich bin so, so allein. Heureka! Ich könnte einen Wettbewerb für einen neuen Zwerg veranstalten. Hallo und herzlich willkommen zum Finale von Schneewittchen sucht den Superzwerg. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Vergeuden wir keine Zeit. Hier sind unsere Juroren. Juror 1, Florian Bohlen. Er hat Großes vor. Juror 2, er ist der einflussreichste Mann in der Zwergenindustrie, aber wechselt seine Kleidung nicht und seine Haare sind quadratisch. Es ist Simon Cowell. Und nicht zuletzt, sie ist die Schönheitskönigin und sie wird nicht sterben. Es ist Schneewittchen! Jetzt stellen wir unsere Kandidaten vor. Aus Bayern kommt Klaus. Hallo Klaus! Grüß Gott! Aus Österreich haben wir Franz Josef. Servus! Aus Hamburg Hans. Moin! Und aus Bremen Johann. Hoi! Nun kommen wir zu Runde 1. Frauen bestehen in Retten. Frage 1. Was würdest du machen, wenn Schneewittchen in einen See voller Drachen gefallen ist? Kann ich schwimmen? Ich würde weinen, weil ich Angst vor Drachen habe. Ich würde David Hasselhoff anrufen von den Rettungsschwimmen von Malibu. Hoffentlich bringt er Pamela. Ich würde ohne zu zögern in den See springen. Bedenkenlos. Was für ein Zwerg, oh! Frage 2. Was würdest du tun, wenn sie traurig wäre? Ich würde warten, bis es vorbei ist. Ich würde für sie singen und tanzen. Ich würde Schneewittchen vorlesen. Wir würden ihren Lieblingsfilm gucken. Popcorn und Schelleis essen. Oh. Frage 3. Was würdest du machen, wenn Schneewittchen ein neues Kleid möchte? Weiß nicht, ich bin farbenblind. Ah ja, ich liebe Kleidung. Ich würde ein Kleid anfertigen, das zu ihren Haaren und ihrer Figur passt. Zufälligerweise ist meine Mutter gerade gestorben. Da habe ich noch einige schöne Kleider im Schrank. Sie war die schönste Frau, die ich kannte. Stilvoll, charmant, liebevoll. Danke, Johann. Hans? Ich würde mit ihr einkaufen gehen. Märchentausch. Die Show, in der zwei märchenhafte Frauen für einen Tag die Märchenwelt wechseln. In dieser Episode sind es Frau Rotkäppchen und Prinzessin Aschenputtel. Vor 20 Jahren, als sie erst 8 Jahre alt war, wurde Rotkäppchen von einem Wolf gefressen, während sie ihre Großmutter besuchte. Wäre da nicht der Jäger gewesen, der den Wolf schnarchen hörte und die beiden Frauen rettete, hätte sie es nicht überlebt. Über den Jäger lernte sie auch ihre große Liebe kennen, Herr Jäger Junior, seinen Sohn. Und seit 2 Jahren sind die beiden glücklich verheiratet. Prinzessin Aschenputtel hatte auch keinen guten Start ins Leben. Sie musste, als sie jung war, als Bedienstete für ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwestern arbeiten. Als der Prinz einen Ball veranstaltete, witterte sie ihre Chance und mit der Hilfe eines magischen weißen Vogels konnte sie das Fest besuchen. Dort verliebte sie sich Hals über Kopf in den Prinzen, und nach ein paar Missverständnissen mit einem gläsernen Schuh fand auch diese Liebesgeschichte ein Happy End.
mich schon sehr auf den Tausch, eine Tauprinzessin zu sein. Wer möchte das nicht? Ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird. So eine Jägershütte ist einmal was anderes als ein Schloss. Hallo, Prinzessin Aschenputtel. Nett, Sie kennenzulernen. Hallo, gleichfalls. Willkommen im Waldhaus. Kommen Sie doch herein. Schönes Haus, aber ganz schön einsam und recht klein. Prinzessin will so tun. Ja, Prinzessin Aschenputtel hat jeden Tag ein volles Programm. Werde ich vielen Leuten die Hand schüttern müssen und vielen Schleifen durchschneiden? Machen Sie sich nur keine Sorgen. So viel Verantwortung werden Sie morgen nicht tragen müssen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was? Es ist erst 7 Uhr. So früh müssen Prinzessinnen doch nicht aufstehen. Hallo, hast du gut geschlafen? Wo ist das Personal? Und warum muss ich so früh aufstehen? Ich bin noch Prinzessin für einen Tag und kein Dienstmädchen. Tut mir leid, aber nicht jede Prinzessin schwelgt im Luxus. Nur weil man einen Titel hat, ist man noch nicht gleich reich. Und wegen der Krise haben Aschenputtel und ich auch noch die einzige Bedienstete gehen lassen müssen. Es gibt also viel zu tun heute. Was denn? Heute steht Palastputzen auf dem Programm. Du wirst den Boden wischen und die Fenster putzen, während ich auf der Arbeit bin. Wenn du mit dem Putzen fertig bist, kannst du mit dem Abendessen anfangen. Drei Gänge, denn auf gutes Essen werde ich nie verzichten. Was? Also, ich muss jetzt zur Arbeit. Ich werde hin und wieder vorbeischauen, um zu sehen, wie es dir geht. Tschüss. Schon 7 Uhr? Habe ich den Wecker verpasst? Liebe Aschenputtel, ich müsste heute früh aufstehen wegen einer Verabredung, bin aber um 10 Uhr wieder zu Hause. Wenn du möchtest, kann ich dir dann den Wald zeigen. Liebe Grüße, Jäger Junior. Was soll ich bis 10 Uhr machen? Nur rumsitzen geht doch nicht. Ah, hier könnte ja mal wieder geputzt werden. Wow, was ist denn hier passiert? Ach, ich hatte nicht viel zu tun und da dachte ich, mach dich doch nützlich. Danke, das ist sehr nett von dir. Was hältst du davon, wenn ich dir jetzt den Wald zeige? Das wäre toll. So, hier bin ich fertig. Habe ich jetzt genug geputzt? Oben muss auch noch geputzt werden. Was? Das schaffst du schon. Und weil du heute so gut gearbeitet hast, habe ich eine Überraschung für dich. Was denn? Das wirst du schon sehen.